Sonnenklar TV live vor Ort, liebe Zuschauer. Und ja, das ist der Kollege Kasper. Dass der natürlich genau auf dieser Messe ist, das hätte ich mir denken können. Ja, der sucht sich logischerweise auch die schönsten Fleckchen unseres Planeten raus, um sich live von vor Ort zu melden, um mit möglichen Kooperationspartnern, Marketingpartnern vor der Kamera zu stehen und einfach mal was Herrliches rauszufinden über die Boot, über Le Boot vielleicht auch in dem Falle. Ja, die Boot, einer der schönsten, spektakulärsten Messen. Oh, da war ich früher häufiger dort auf der Boot moderiert. Ja, das ist schon wirklich, da denkt man sich auch, so ein paar Millionchen könnten schon helfen, um sich so seinen Traum zu verwirklichen. Hör mal, du Schunk, wie siehst du denn aus? Du musst dich doch auf der Boot vernünftig gestylt präsentieren. Da muss man doch im feinen Anzug, muss man. Schätzelein, ich grüße dich. Wie geht es dir? Wer steht da neben dir? Hallo Kai, mein Lieber, alias Andy Borg. Wunderschöne Grüße zu euch nach München, liebe Zuschauer. Ja, ich habe mir überlegt, jetzt anderthalb Jahre bei Sonnenklar TV, was mache ich mit meiner ganzen Kohle, die ich zur Seite gelegt habe? Da gehe ich zur Boot und kaufe mir mal ein kleines, schönes Bötchen aus der Spardose. Nein, im Ernst, ich bin ja an einem wunderschönen Stand von Le Boot und neben mir die liebe Katja. Und man muss gar nicht das große Geld auf dem Konto haben, um einfach mal einen Bootsurlaub zu machen, oder Katja? Ihr macht Hausbooturlaub. Richtig, hallo Björn erstmal. Wir machen Hausbooturlaub, eine ganz tolle Art Urlaub zu machen. Im Grunde ist es so, ich habe eine schwimmende Ferienwohnung und mit der bin ich auf dem Wasser unterwegs, auf wunderschönen Kanälen, Seen und Flüssen, in wunderschönen Revieren in Europa. Wie sieht sowas aus? Also ich war vorhin bei euch mal drin, das ist ja wie ein Hotelzimmer. Ich miete mir irgendwie ein Bötchen bei euch und kann als Björn Kasper, der noch nie ein Boot gefahren ist, so ein Boot schiffern? Ja, absolut, genau. Das kann jeder machen. Also man braucht keinen Bootsführerschein, brauchst auch keine Erfahrung. Also du machst es im Grunde du buchst es wie ein Mietwagen, holst es dann an einer unserer Stationen ab, in Frankreich, Irland, in Deutschland, in Italien, in Holland oder in Belgien. Also die Auswahl ist vielfältig und dann geht's los. Also du kriegst eine ausführliche Einweisung von uns natürlich, insbesondere wenn du es noch nie gemacht hast. Und dann kannst du deine Tage mit deinen Lieben an Bord verbringen. Und wie gesagt, das Besondere am Hausbooturlaub ist eben, du steuerst das Boot selber. Also du bist verantwortlich als Skipper und wir zeigen dir, wie es geht und dann geht's los. Was ist, wenn irgendwas passiert? Also ich stelle mir gerade vor, ich mit dem lieben Kai Petzmann auf dem Boot, wir machen eine schöne Tour. Das Boot fällt aus, wir beide wissen gar nicht, was wir tun sollen. Also erstmal sind die Boote sehr gut gewartet, es kann nichts passieren. Ich meine, wenn mal irgendwas ist oder wenn es Fragen gibt unterwegs, dann ist natürlich immer eine Telefonnummer an Bord, sodass jederzeit die Kollegen an den Basen erreicht werden können. Wir sind in kürzester Zeit natürlich bei den Kunden, wenn mal was sein sollte. Aber es ist eine total sichere und problemlose Sache. Jeder kann fahren und wir bringen es, also es ist sehr einfach zu fahren, sagen wir es mal so. Sie haben einen Vorwärtsgang, einen Rückwärtsgang, Boot hat keine Bremse, aber wir zeigen Ihnen, wie ein Boot zu handeln ist. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach und das kann jeder machen. Wie sieht so ein Boot von innen aus? Wir können jetzt gerade nicht hochgehen. Komplett ausgestattet? Ja, wir gehen gleich mal hoch, da zeige ich es mal. Aber es ist komplett ausgestattet. Es ist wie eine Ferienwohnung. Man hat also wirklich jeden Komfort an Bord. Eine ausgestattete Küche mit allem, was man so braucht, um zu kochen. Doppelkabinen mit jedem Komfort. Teilweise auch eigene Badezimmer. Und unsere neuen Boote, so wie hier, wie das, was du hier siehst, die Horizon, sind auch wirklich technisch so auf dem allerneuesten Stand mit Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, sodass das auch das Navigieren sehr einfach ist und im Grunde für jeden ein Kinderspiel ist. Und die Boote haben alle ein tolles, großes Sonnendeck, sodass man mit Freunden und mit Familie schön oben an Deck sitzen kann und so Erlebnisse hat, die kein anderer Urlaub so bieten kann. Das ist wunderschön. Ich mache selber sehr gerne und kann es wirklich jedem empfehlen. Das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, also mit Kumpels, mit Freunden, mit der Familie. Da spricht man noch Jahre drüber. Genau, es sind wirklich Erinnerungen, die man schafft, die nicht so austauschbar sind. Das ist was Besonderes. Und einfach so, ob es der Plausch mit dem Schleusenwärter ist oder ob es der Morgenkaffee an Bord ist oder ob es das schöne Essen in einem netten Restaurant ist, wo man bleibt oder ob es auch die Nacht auf dem See ist. Es sind Erinnerungen, die man einfach immer hat und die einfach diesen Urlaub so wunderschön machen. Es ist absolut entspannend. Es ist was, wo man ganz schnell runterkommt, den Stress loslässt und einfach mit Freunde oder mit Familie eine schöne Zeit an Bord. Wo gibt es die Touren? Nochmal kurz die Internetseite, wo alle Touren verfügbar sind?
Also www.lebot.de ist unsere Website. Da haben wir alle Informationen. Auch für Anfänger kann man sich informieren, wie das alles so geht und wie das zu machen ist. Auch die Informationen über alle Fahrgebiete und alle Boote natürlich. Wahnsinn. Also da hätte ich richtig Lust drauf, auch mit dir, Kai. Das wäre doch eine Tour für uns beide, oder was? Du schipperst und ich sitze hinten am Kühlschrank. Ich versuche mich die ganze Zeit reinzudrängen, aber du gibst mir keinen Slot. Du musst mal meine Frage weiterleiten. Ich bin gerade die ganze Zeit nebenher am Recherchieren. Ich war vor einigen Jahren mit meinem Bruder und zwei Kumpels und habe so eine Golf-Hausboot-Tour entlang ich will jetzt nicht irischen Küste, sondern durch Irland gemacht. Das war total geil. Fragst du bitte mal, ob das sein kann, dass das mit Le Boat gewesen ist, weil das war ein mega Erlebnis. Da würde ich auch dich mitnehmen, weil da konnte selbst ich voll Honk, konnte selbst dieses Boot steuern. Es war total gut verständlich. Das ist ein Traum. Ganz ehrlich, frag bitte mal ganz kurz. Das ist ein geiler Traum. Liebe Katja, der Kai fragt, ob ihr auch so Golftouren habt, wo ihr fahren könnt mit dem Boot und dann von Golfplatz zu Golfplatz. Das hat er im letzten Jahr mal gemacht. Gibt es sowas bei euch auch? Da kann ich in Italien oder auch Irland empfehlen. Da kann man super als Golfer seine Ausrüstung mitnehmen. Und es gibt immer wieder Anlegestellen, wo man sehr nah am Golfclub ist. Oder teilweise haben die Golfclubs auch eigene Anleger. Also es ist eine ganz tolle Sache auch für Leute, die Golfen und Hausboot fahren miteinander verbinden wollen. Auf alle Fälle, ja. Siehst du, Kai, das hat auch Le Boat, aber da bin ich raus, da kannst du den Kunert mitnehmen, weil ich soll doch nur wieder dein Beck tragen. Also ganz ehrlich, auf jeden Fall hört der Kunert mir richtig zu und kann auch die Frage richtig rezitieren, die ich gestellt habe. Aber das macht, ich habe die Antwort bekommen, die ich haben wollte. Schatz, du bist echt der Knaller. Hör mal, der Wahnsinn. Ich hau dir hier einen raus und du fragst was. Aber ich habe die Antwort, die ich haben wollte, dann war das wahrscheinlich auch Le Boat, mit dem wir das gemacht haben in Irland. So, liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns heute nochmal wieder, weil die Boot gefällt mir. Und ganz liebe Grüße an Le Boat. Das ist eine Sache, die kann man machen. Du darfst trinken und ich kümmere mich um den Rest. Achso, da gar nichts. Das war geil. Hör mal, ich habe doch eine klare Frage gestellt gerade, ja, oder? Also der Kai, golfen, ob da auch Golfen bei ist. Schön, liebe Zuschauer. Jetzt machen wir mal jetzt kommt ein ganz spektakulärer Übergang. Wir waren gerade auf der Boot, liebe Zuschauer. Ein Boot kann ich Ihnen in dem Fall und auch kein Hausboot liefern, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall so etwas wie ein zweites Zuhause auf großer See bieten. Ich kann Ihnen eines der spektakulärsten Schiffe der MSC-Reederei bieten und dazu eine Route, die einfach so etwas von traumhaft schön ist. Nicht mehr so häufig gefahren wie in den vergangenen Jahren. Es geht ans Nordkap und zwar in der Königsklasse auf Balkonenkabine und auf Ultra All-Inclusive. Hier sind die Bilder.